10 Schüler der 10. Jahrgangsstufe hatten für ihre Prüfungen im berufsorientierten Zweig Technik Hausmodelle erstellt. Lehrerin Mia Köhler hatte ihnen verschiedene Fassadenentwürfe in 2D zur Inspiration vorgegeben, welche die Schüler dann in dreidimensionale Modelle verwandelten. Unter anderem aus Holz. Damit sollte das in Neumarkt stark präsente Thema Architektur auch im Unterricht in den Fokus gestellt werden. In ihren Modellen arbeiteten die Schüler unter anderem auch nachhaltige Gestaltungsideen ein, wie zum Beispiel Gebäudebegrünungen.